Ja, die Stunde heute widmen wir den Wirkungen der Yoga-Übungen. Also ich werde euch heute immer wieder während der Yogastunde dann die Wirkungen erzählen. Es gibt sowohl körperliche als auch energetische und geistige Wirkungen für jede Übung, für jede Atemübung und auch für den Sonnengruß und für alle Asanas, die wir immer so machen. Da die wirken sich körperlich, energetisch und geistig auf uns aus, also ganzheitlich. Und es ist immer ganz interessant zu wissen, wie sich das so auswirkt. Und du darfst jetzt gleich mal in Shavasana kommen, dich auf dem Rücken ablegen, es dir in Shavasana bequem machen, die Tiefenentspannung hat die schönen körperlichen Wirkungen, sie löst den Entspannungsimpuls aus, dabei werden Stresshormone abgebaut, Glückshormone aufgebaut, ausgeschüttet. Die Produktion bestimmter Botenstoffe im Gehirn wird angeregt. Der Parasympathikus wird aktiviert und der Sympathikus wird reduziert. Der Kreislauf kommt zur Ruhe, die Arterienwände entspannen sich. Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Magenproblemen, Verdauungskrankheiten sowie allen stressbedingten Krankheiten wird dabei vorgebeugt. Das Immunsystem wird angeregt und Erkältungskrankheiten und Stoffwechselstörungen wird vorgebeugt. Reparaturvorgänge im Körper verbessern sich. 10 bis 15 Minuten Tiefenentspannung können auch während des Tages verbrauchte Energie sofort wieder zurückbringen. Du liegst jetzt auf deinem Rücken, deine Beine sind hüftgelenkbreit geöffnet, die Füße fallen locker nach außen, die Arme legst du vom Körper etwas entfernt ab, die Handflächen zeigen nach oben, die Schultern sinken nach unten in die Matte, dein Kopf liegt in der Mitte, du löst die Zähne voneinander, nimmst die Zunge vom Gaumen und spürst, wie dein Atem anstrengungslos ein- und ausströmt. Tiefenentspannung regeneriert auch geistig, baut Spannungen ab, führt zu innerer Ruhe und Ausgeglichenheit. Während der Tiefenentspannung kann sich deine Aura ausdehnen. Und du beobachtest den Atem, einatmen, ausatmen, du spürst Entspannung. Einatmen, ausatmen, Füße, Beine, Hände, Arme, entspannen. Einatmen, ausatmen, Becken, Rücken, Bauch, Brustkorb, entspannen. Einatmen, ausatmen, Schultern, Nacken, Kopf, Gesicht, entspannen. Einatmen, ausatmen, dein ganzer Körper, von den Zehenspitzen bis zum Scheitel, ist entspannt. Dein Geist ist ruhig. Du bist
Entspannt. Und jetzt beginne tiefer zu atmen, tief in den Bauch und in den Brustkorb ein. Dehnst dich weit aus. Genauso tief wieder aus, den Brustkorb aus, den Bauch ausatmen, du bist ganz leer. Und lässt jetzt deinen Atem weiter tief fließen. Tief und bewusst spürst du beim Einatmen das Ausdehnen, beim Ausatmen das Einsinken und Leerwerden. Und während du so weiteratmest, stellst du dich auf ein wenig Bewegung ein. Du kannst mal die Zehen und Füße bewegen. Du kannst die Finger und Hände bewegen. Und du nimmst mit der nächsten Einatmung die Arme hinter den Kopf, legst sie dort ab. Mit der nächsten Ausatmung schließt du deine Beine. Genießt das Langziehen, das Strecken und Räkeln. Und mit der nächsten Ausatmung lässt du die Dehnung los, bringst die Arme zurück neben den Körper. Stellst dann mit der Einatmung die Füße auf und ziehst mit der Ausatmung deine Beine an dich ran. Lass dich ein bisschen hin und her rollen, von einer Seite zur anderen. Und komm dann über eine Seite hoch zum Sitzen. Nimm dir dein Kissen, sodass du für deine Hüften und Knie und auch für den Rücken bequem und entspannt sitzen kannst. Wenn du auf deinem Sitzkissen angekommen bist, dann schließ die Augen und lass dich der nächsten Ausatmung mit deinem Becken tief in dein Kissen sinken. Und mit der nächsten Einatmung streck den Rücken und lass mit der Ausatmung deine Schultern sinken. Dein Atem wieder entspannt, anstrengungslos. Stellst du dich ein auf dreimal Om und das Mantra. Atme aus und wieder ein. Sahana Bhavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvinavaditamastu, Mavitishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti.
Stell dich jetzt ein auf die beiden Pranayamas. Zunächst Kapalabhati, die Schnellatmung. Körperliche Wirkungen sind, stärkt das Zwerchfell und die Atemhilfsmuskeln, reinigt deine Lungen, massiert dein Herz, Leber und Magen. Und während der Periode des schnellen Atmens wird der Sauerstoffgehalt im Blut sehr stark erhöht. Das Blut wird dadurch basisch, was bestimmte Stoffwechselvorgänge und Entschlackung verbessert. Beim Atemanhalten steigt der Kohlensäuregehalt im Blut, was wiederum andere Stoffwechselvorgänge anregt und die Lungeneffizienz verbessert. Die Zeit des Atemanhaltens ist ein Trainingsreiz, der dazu führt, dass die Lungenkapazität sich erhöht. Kreislauf und Herztätigkeit werden verbessert. Du kannst jetzt erstmal tief in den Bauch einatmen und tief aus dem Bauch aus. Atme nochmal tief in den Bauch ein. Und nochmal tief aus dem Bauch aus. Und dann beginne gleich, wenn du bequem eingeatmet hast, kraftvoll mit der Ausatmung den Bauch nach innen zu ziehen und die Einatmung automatisch kommen zu lassen. Aus, ein, aus, ein, aus, ein. Ham, so, ham, so, ham, so, ham, so. Ham, so, ham, so, ham, 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 ham. Atme aus, werde ganz leer, zieh deinen Bauch nach innen oben und halte den Atem mit leerer Lunge an, so gut du halten kannst. Löse die Bauchdecke, richte dich tief einatmend auf und mit der Ausatmung entspann die Schultern nach unten, entspann dich in deinen Sitz hinein, jetzt atme bequem ein und halte den Atem an. Energetische Wirkung von Kapalabhati. Kapalabhati aktiviert dein Sonnengeflecht. Die Energie steigt hoch zum Kopf und strahlt von dort aus. Kapalabhati heißt scheinender Schädel und bezieht sich auf das Gefühl der Energieausstrahlung aus dem Kopf. Man kann mit Mula Bandha, dem Wurzelverschluss, du kannst jetzt mal dein Mula Bandha setzen, den Beckenboden anspannen und Visualisierung und Konzentration das Prana in die Shushumna, in die feinstoffliche Wirbelsäule lenken. Und dadurch die Chakras aktivieren. Du kannst jetzt ausatmen, wenn du noch nicht ausgeatmet hast. Und wieder tief in den Bauch ein. Und tief aus dem Bauch aus. Und jetzt atme bequem ein. Aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein. So, so, ham, so, ham. Werde wieder ganz, ganz leer. Zieh deinen Bauch nach innen oben.
kannst dich auch mit den Händen abstützen und halte mit leerer Lunge den Atem an. Setze gerne auch Mula Bandha, Beckenboden verschließen. Löse Mula Bandha, löse die Bauchdecke, richte dich einatmend auf. Lass dich ausatmen, bequem in den Sitz sinken. Setze Mula Bandha, Beckenboden verschließen, atme bequem in den Bauch ein, halte den Atem wieder an. Die geistigen Wirkungen von Kapalabhati. Kapalabhati aktiviert und hilft zu einem klaren Kopf. Es ist sehr gut, um geistige und emotionale Spannungen zu beseitigen. Und es hilft gegen Müdigkeit, Niedergeschlagenheit und führt zu innerer Freude und Kraft. Bring deine Aufmerksamkeit ins Muladhara-Chakra, untersten Ende deiner Wirbelsäule. Spüre vielleicht Energie dort. Und wenn du bisher noch nicht ausgeatmet hast, dann atme jetzt aus. Dann wieder tief einatmen und tief ausatmen. Bequem einatmen. Letzte Runde. Haus ein, Haus ein, Haus ein. Ham so, ham so, ham so, ham so, ham so, ham so, ham, 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 ham. Atme aus, werde ganz leer, stütz dich ab, zieh den Bauch nach innen, oben halte den Atem mit geleerter Lunge wieder an. Löse die Bauchdecke, richte dich einatmend auf. Atme genauso tief aus, wie du eingeatmet hast. Dann atme bequem ein, setze Mula Bandha Beckenbodenverschluss und dann visualisiere, wie deine Energie in der feinstofflichen Shushumna in der Wirbelsäule langsam Wirbel für Wirbel von ganz unten nach ganz oben bis in deinen Kopf wandert. Du kannst es dir auch gerne als Licht vorstellen. Und dann stell dir vor, wie die Energie nach oben ausstrahlt, in deinem Kopf, über den Kopf hinaus, vielleicht auch zu allen Richtungen, zu allen Seiten. Und wenn du bis jetzt noch nicht ausgeatmet hast, dann atme jetzt aus und danach bequem weiter zum Nachspüren. Bleib in deiner Sitzposition, wenn es dir möglich ist, ohne sie zu verändern. Wenn es sich sehr unbequem anfühlt und du den inneren Drang verspürst, den Sitz zu optimieren, dann tu das jetzt gerne. Und dann richte dich ein auf die Wechselatmung, Anuloma Viloma. Körperliche Wirkungen. Die Wechselatmung hilft, die Lungenkapazität zu erhöhen und die Atmung unter Kontrolle zu bringen. Gerade die Perioden des Atemanhaltens sind ein gutes Training für Herz und Kreislauf. Anuloma Viloma hilft, die Nasendurchgänge zu öffnen. Und ist vorzüglich auch bei Allergien geeignet, Heuschnupfen und Asthma und wirkt vorbeugend gegen Erkältungskrankheiten. Wirkt auch harmonisierend auf alle Körpersysteme.
Du bringst jetzt mal deine linke Hand ins Chin Mudra, legst die Hand bequem auf dem linken Bein ab, rechte Hand ins Vishnu Mudra, du klappst den Zeigefinger und den Mittelfinger ein. Legst den Oberarm bequem an den Oberkörper dran, behältst den Kopf in der Mitte und gleich wirst du mit dem Daumen die rechte Nasenseite und mit dem Ringfinger die linke Nasenseite jeweils schließen. Du sitzt aufrecht, aber entspannt. Du atmest nochmal tief durch beide Nasenhälften ein und auch tief wieder aus. Atme nochmal ein und vollständig ausatmen. Bring den rechten Daumen ans rechte Nasenloch, halte rechts zu, atme links tief und zügig ein. Verschließe beide Nasenflügel und halte den Atem an. Sitze aufrecht, entspannt, Rücken gerade, Schultern entspannt, Kopf in der Mitte, Gesicht entspannt. Öffne rechts, atme gleichmäßig und langsam rechts aus. Atme rechts ein, tief und zügig. Schließe die Nase, halte den Atem. Ganz konzentriert. Nadi Shodhana heißt Reinigung der Nadis. Alle 72.000 Nadis werden geöffnet. Atme links aus, sodass Prana, die Lebensenergie, besser fließen kann. Atme links wieder ein, tief und zügig. Schließe die Nase, halte den Atem. Insbesondere Ida, Pingala und Shushumna, die feinstofflichen Energiekanäle, werden geöffnet. Sonnen- und Mondenergie in Ida und Pingala harmonisiert. Atme rechts gleichmäßig und ruhig aus. Und rechts wieder ein, tief und zügig. Und halte den Atem an. Durch die Öffnung der Shushumna kann das Prana in die höheren Chakras fließen. Durch Konzentration kann man das Prana hinschicken, wo man es haben möchte. Atme links aus, gleichmäßig und ruhig. Links wieder einatmen, tief und zügig. Halte den Atem, schließe die Nase. Die geistigen Wirkungen sind: Wechselatmung fördert die Konzentrationsfähigkeit und bereitet den Geist auf die Meditation vor. Hilft zur inneren Ruhe und Kraft zu finden. Atme rechts aus, gleichmäßig und langsam. Rechts wieder einatmen, tief und zügig. Verschließe die Nase, halte den Atem. Ungleichgewichte werden umgewandelt in das ruhige Gefühl der Stärke und Kraft. Die Wirkungen von Kapalabhati sind schneller spürbar, die der Wechselatmung halten länger an. Atme links aus, gleichmäßig und langsam und ruhig. Letzte Runde, links nochmal einatmen, tief und zügig. Und dann halte den Atem. Rechts ausatmen, gleichmäßig und ruhig. Rechts nochmal einatmen, tief und zügig und den Atem wieder anhalten. Links ausatmen, gleichmäßig und ruhig. Und wenn du alles ausgeatmet hast, lässt du den rechten Arm sinken. Bleibst aufrecht sitzen, möglichst noch regungslos zum Nachspüren. Beobachte einfach den Atem, wie er kommt und geht.
Nimm wahr, dass dein Geist relativ ruhig ist. Und versuche für eine Minute ganz in der Stille, ruhig und entspannt die Meditation wahrzunehmen, zu genießen. Beginne jetzt 3 bis 4 Takte in den Bauch und in den Brustkorb einzuatmen, werde dabei ganz weit. Und atme auch 3 bis 4 Takte aus Brustkorb und Bauch wieder aus. Komm in diesen 3 bis 4 Takt Atemrhythmus. Stell dich innerlich dabei schon mal darauf ein, dass du gleich in Bewegung kommen wirst. Dass du gleich mit mir gemeinsam Surya Namaskar, den Sonnengruß, praktizieren darfst. Die Wirkungen des Sonnengrußes körperlich. Der Sonnengruß, der am Anfang der Stunde geübt wird, ist unerlässlich als Vorbereitung auf die Asanas. Er dehnt und wärmt den Körper. Hunderte von Muskeln werden während des Sonnengrußes eingesetzt. Der Sonnengruß lädt das Sonnengeflecht wieder mit Energie auf und regt das Herz-Kreislauf-System an. Diese Übung ist keine Asana, keine Stellung, sondern eine Yoga-Übung für sich im Fluss. Energetische Wirkung, besonders das Sonnengeflecht, wird angeregt. Das Sonnengebet belebt und energetisiert. In den 12 Bewegungen werden alle Chakras angesprochen. Anahata, dein Herzchakra, Vishuddha, dein Kehlkopfchakra, Svadhisthana, dein Sakralchakra, Ajna-Chakra, dein Stirnchakra, Muladhara-Chakra, Wurzelchakra, Manipura-Chakra im Bauch. Dann wieder Anahata-Chakra, Muladhara-Chakra, Ajna-Chakra, Svadhisthana-Chakra, Vishuddha und Sahasrara-Chakra. Also manche werden sogar mehrmals angeregt während des Sonnengrußes. Und geistige Wirkung, der Sonnengruß harmonisiert und gibt Selbstvertrauen. Spüre nochmal deinen gleichmäßigen Atemrhythmus. Behalte diesen bei. Öffne dann die Augen. Und nimm alles von der Matte, was du nicht brauchst. Zieh auch gerne die Socken aus. Und komme dann über den Vierfußstand zum Stehen ans vordere Ende deiner Matte. Stehst du etwa im vorderen Drittel auf deinen Füßen, Hüftgelenk breit geöffnet, und gib dein Gewicht auf die Fersen, Groß- und Kleinzehballen. Entspann dann die Knie, streck den Rücken, aktiviere den Bauchnabel sanft nach innen, lass die Schultern sinken, die Arme entspannt, dein Scheitel strebt zum Himmel. Spürst erstmal Tadasana, Ausgangs- und Endposition vom Sonnengruß.
Dein Atem kann fließen, wie er kommt und geht, oder du atmest in dem Rhythmus, den ich ansage. Und dann beginnen wir. Einatmen, ausatmen, Hände vor dein Herz. Namaste. Einatmen, die Arme hoch, die Schultern zurücknehmen, in die Streckung kommen. Ausatmen, beug die Knie, komm mit geradem Rücken nach vorne und nach unten. Tauch ein in die stehende Vorbeuge, gib die Hände neben die Füße, die Knie sind jetzt noch gebeugt. Dein Kopf hängt. Und mit der nächsten Einatmung kannst du mal den Rücken strecken, die Fingerspitzen an die Matte stellen. Mit der nächsten Ausatmung bringst du dein rechtes Bein weit nach hinten in den Ausfallschritt. Blick nach vorne. Kommst dann mit der nächsten Einatmung in den Stütz und hältst. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn oder Stirn zur Matte geben. Roll die Schultern hier zueinander. Mit der Einatmung komm in die Cobra, leg die Füße flach ab. Stell die Zehen auf und komm mit der Ausatmung über die Knie. Gesäß nach hinten in Richtung Fersen, in den herabschauenden Hund. Mit der Einatmung heb den Kopf, Blick nach vorne und bring gleichzeitig deinen rechten Fuß nach vorne zur rechten Hand. Komm in den Ausfallschritt. Und ausatmen, links dazu, tauch ein in die Vorbeuge. Knie dürfen gebeugt sein. Mit der Einatmung streckst du die Arme vor und hoch, drückst dich mit Kraft der Beine wieder nach oben. Und mit der Ausatmung kommst du in Tadasana an. Wir machen nochmal eine langsame Runde für die linke Seite. Und dann werden wir ein bisschen schneller. Erstmal ein- und ausatmen, die Hände vor dein Herz. Einatmen, die Arme hoch und die Schultern zurück. Ausatmen, Knie gebeugt, tauch ein in die Vorbeuge. Einatmen, Rücken lang, Fingerspitzen anstellen. Ausatmen, linkes Bein weit zurück, komm in den Ausfallschritt. Einatmen, rechtes Bein dazu, komm in den Stütz und halte. Ausatmen, Knie, Brust, Kinn oder Stirn zur Matte geben, Schulterblätter zueinander rollen. Einatmen, schlängel dich in die Cobra. Ausatmen, Zehen aufstellen, über die Knie in den herabschauenden Hund kommen. Einatmen, Kopf heben, linker Fuß nach vorne. Ausfallschritt und ausatmen, rechts dazu, tauch ein in die Vorbeuge. Knie gebeugt, Kraft in die Beine, Arme vor und hoch, einatmen, streck dich in die Länge und ausatmen, komm wieder in Tadasana. Wir werden ein wenig schneller. Ein und aus, Namaste. Ein, nach oben, Schultern zurück. Ausatmen, Vorbeuge, einatmen, langer Rücken, ausatmen, rechtes Bein, Ausfallschritt, einatmen, komm in den Stütz und halte, ausatmen, Knie, Brust, Kinn oder Stirn, einatmen, Cobra, ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, rechts nach vorne, Ausfallschritt. Ausatmen, links dazu, Vorbeuge.
Einatmen, kraftvoll nach oben kommen, ausatmen, Tadasana. Ein und aus, Namaste. Ein nach oben, Schultern zurück, ausatmen, in die Vorbeuge. Einatmen, langer Rücken. Ausatmen, links nach hinten, Ausfallschritt. Einatmen, im Stütz halten. Ausatmen, Knie, Brust, Kinn oder Stirn. Einatmen, Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, links nach vorne. Ausatmen, rechts dazu, Vorbeuge. Einatmen, Arme vor und hoch, dich aufrichten. Ausatmen, Tadasana. Ein und aus, Namaste. Ein nach oben, zurück. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, Rücken lang. Ausatmen, rechts. Ausfallschritt. Einatmen, Stütz halten. Ausatmen, Knie, Brust, Kinn. Einatmen, Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, rechts. Ausatmen, links Vorbeuge. Einatmen, Arme vor und hoch. Ausatmen, Tadasana. Ein und aus, Namaste. Ein nach oben, zurück. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, Rücken lang. Ausatmen, links, Ausfallschritt. Einatmen, Stütz halten. Ausatmen, Knie, Brust, Kinn. Einatmen, Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, links. Ausatmen, rechts, Vorbeuge. Einatmen, Knie gebeugt, Arme vor und hoch. Ausatmen, Tadasana. Ein und aus, Namaste. Ein nach oben, zurück. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, Rücken lang. Ausatmen, rechts, Ausfallschritt. Einatmen, Stütz halten. Ausatmen, Knie, Brust, Kinn. Einatmen, Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, rechts, nach vorne, Ausfallschritt. Ausatmen, links dazu, Vorbeuge. Einatmen, Arme vor und hoch. Ausatmen, Tadasana. Ein und aus, Namaste. Ein nach oben, zurück, ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, Rücken lang, ausatmen, links, Ausfallschritt. Einatmen, Stütz halten, ausatmen, Knie, Brust, Kinn oder Stirn. Einatmen, Kobra, ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, links, Ausfallschritt, ausatmen, rechts, Vorbeuge. Einatmen, Arme vor und hoch, ausatmen, Tadasana. Ein und aus, Namaste. Ein nach oben, zurück, ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, Rücken lang, ausatmen, rechts, Ausfallschritt. Einatmen, Stütz halten, ausatmen, Knie, Brust, Stirn. Einatmen, Kobra, ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, rechts, Ausfallschritt. Ausatmen, links, Vorbeuge. Einatmen, Arme vor und hoch, aufrichten, ausatmen, Tadasana. Ein und aus, Namaste. Ein nach oben, zurück, ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, langer Rücken, ausatmen, linkes Bein. Einatmen, Stütz halten, ausatmen, Knie, Brust, Kinn oder Stirn. Ein Kobra, aus, herab, schauender Hund. Ein links nach vorne, aus, rechts dazu, Vorbeuge. Ein Arme vor und hoch aufrichten, aus, Tadasana. Noch eine Runde, ein und aus, Namaste. Ein nach oben, zurück, ausatmen, Vorbeuge. Ein langer Rücken, ausatmen, rechts. Einatmen, Stütz. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn. Einatmen,
Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, rechts. Ausatmen, links, Vorbeuge. Einatmen, Arme vor und hoch. Ausatmen, Tadasana. Ein und aus, Namaste. Ein nach oben und zurück. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, lang. Ausatmen, linkes Bein. Einatmen, Stütz halten. Ausatmen, Knie, Brust, Kinn. Einatmen, Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, links nach vorne. Und ausatmen, rechts dazu, Vorbeuge. Einatmen, Arme vor und hoch. Ausatmen, Tadasana. Steh jetzt entspannt, schließ die Augen, spür in dich hinein. Spür, wie die Energie fließt, gleichzeitig dein Kreislauf sich beruhigt. Alle 7 Hauptchakras wurden aktiviert. Muladhara Chakra, Svadhisthana Chakra, Manipura Chakra, Anahata Chakra, Vishuddha Chakra, Ajna Chakra und Sahasrara Chakra, deine Energieräder. Die sich in deinem Energiekörper befinden. Mit der nächsten Einatmung zieh die Arme über die Seite wieder nach oben, zieh dich in die Länge. Mit der Ausatmung komm mal auf die Zehballen. Mit der Einatmung komm wieder auf die Fersen und mit der Ausatmung tauch ein in die Vorbeuge im Stehen. Dann lauf zurück in den herabschauenden Hund. Und bleibe hier. Der herabschauende Hund ist eine Ersatzübung für den Kopfstand. Richte dich hier gut ein. Lass die Schultern entspannt los, sodass die Schultern wegsinken von den Ohren. Deine Hände sind gut aktiv, die Knie leicht gebeugt. Und du tust so, als würdest du dich mit deinen Händen und Armen nach hinten schieben wollen. Dein Rücken wird dabei ganz lang. Atmest ganz tief ein und aus. Der herabschauende Hund ist also als Ersatzübung für den Kopfstand eine Umkehrstellung. Und hier wird dein Nervensystem regeneriert, der Rücken entlastet und das Blut kann sehr gut zu deinem Herzen fließen, aber auch in den Kopf. Der Kopf wird gut durchblutet. Bei allen Umkehrstellungen sagt man, dass sie durch die verbesserte Kopfdurchblutung dafür sorgen, dass das Haarausfall vorgebeugt wird. Ja, ich weiß nicht, ob das tatsächlich
ist. Das kann man nur selber herausfinden, wenn man es regelmäßig praktiziert. Du kannst jetzt langsam in den Vierfußstand kommen und dann in die Kindstellung. Entspanne dich in der Kindposition. Entspanne besonders die Hände, die Arme, die Schultern, den Nacken. Die Gehirnfunktion, das Gedächtnis und Konzentrationsvermögen wird erhöht. Kreatives Denken und geistige Klarheit werden ebenfalls erhöht. Und um so ein wenig das Gefühl von Kopf auf der Matte zu haben und der Kopfstand, der aktiviert unser Sahasrara-Chakra, unser Kronenchakra, komm mal aus der Kindposition in den Vierfußstand und dann bring dein Gesäß aber wieder nach hinten auf die Fersen und bring einfach nur mal ohne Gewicht den Kopf auf die Matte, sodass du so nur so einen leichten Druck am Kopf verspürst, ohne wirklich Gewicht auf den Kopf zu geben. Und lass dich tief ein- und ausatmen. Den Kopfstand können wir so jetzt nicht praktizieren, weil wir in einem Präventivkurs uns befinden. Da ist der Kopfstand nicht erlaubt. Da darf man den nicht machen und möchte euch den jetzt auch nicht anleiten, weil ich euch nicht sehen kann. Ich kann euch die Wirkungen sagen und allein schon so ein bisschen Druck hier auf das Chakra, das Sahasrara-Chakra. Energetisch hilft der Kopfstand zur Sublimierung von Apana und damit zur sexuellen Energie. Er aktiviert die Sonnen- und Mondenergie im Sonnengeflecht und in der Stirn. Angesprochene Chakras sind Ajna-Chakra und Sahasrara-Chakra. Du spürst es jetzt vielleicht so als sanften Druck am Kopf. Ja. Dann lass dich langsam wieder nach hinten sinken, in die Kindstellung, entspanne, lege die Stirn entspannt auf die Matte und spür kurz nach, wie der Druck am Scheitel wieder nachlässt. Komm mit der Einatmung wieder in den Vierfußstand und mit der Ausatmung nochmal in den herabschauenden Hund. Lauf dann mit den Füßen vor zu deinen Händen. Lass dich hier kurz in die stehende Vorbeuge tauchen. Bring dann dein Gesäß nach unten, sodass du dich absetzen kannst. Und lass dich langsam nach hinten auf den Rücken gleiten. Gut. Lass die Füße aufgestellt. Arme sind neben dem Körper. Und dann mit der nächsten Ausatmung zieh deine Knie zum Brustkorb und streck mit der Einatmung die Beine nach oben aus. Das ist eine schöne Übung, um ein wenig die Bauchmuskeln zu aktivieren, ohne den unteren Rücken zu belasten. Flex die Füße hier, entspann die Schultern in die Matte und spüre, wie dein Bauch sich aktiviert. Atme ganz tief dabei. Bauchmuskeln werden gestärkt. Und wenn du starke Bauchmuskeln hast, dann ist auch dein unterer Rücken gut geschützt, die Lendenwirbelsäule. Und hier wird auch dein Manipura-Chakra aktiviert, dein Sonnengeflecht. So stärkst du dein Verdauungsfeuer, deine Verdauungsenergie.
Und mit der nächsten Ausatmung lass die Knie wieder zum Brustkorb sinken, stell die Füße ab. Lass die Knie zueinander fallen und klopf dann deinen Bauch ein wenig ab und entspanne. Dann stell dich ein auf den gestützten Schulterstand. Dafür nimmst du jetzt ein Kissen unter dein Becken, gibst deine Knie zum Brustkorb und streckst die Beine wieder nach oben aus. Die Arme sind bequem neben dem Körper oder auch seitlich vom Körper entfernt. Und du entspannst. Der Schulterstand oder gestützte Schulterstand heißt übersetzt, heißt in Sanskrit auch Sarvangasana. Körperlich normalisiert diese Asana die Funktionen der Schilddrüse und dadurch den Metabolismus im ganzen Körper. Der Schulterstand hilft, eine jugendliche Figur und glatte Haut zu erhalten. Magenverstimmung und Krampfadern verschwinden. Der Schulterstand ist gut auch für die weiblichen Geschlechtsorgane. Die Wirbelsäule bleibt und wird flexibel. Und der Schulterstand hat viele Wirkungen des Kopfstandes, die auf der Umkehrhaltung beruhen. Allerdings wirkt der Schulterstand eher beruhigend und der Kopfstand aktivierend. Energetisch, der Schulterstand regeneriert das Prana, deine Lebensenergie. Er gilt wie der Kopfstand als Verjüngungsübung und der Schulterstand kann auch nach einem anstrengenden Tag geübt werden, um zu neuer Energie zu kommen. Geistig, der Schulterstand vermittelt ein Gefühl der Ganzheit. Er hilft, sich und sein Leben so zu akzeptieren, wie man eben ist. Sarvangasana, Sarva heißt alle. Und Anga, alle Teile verbinden sich. Du kannst langsam deine Knie wieder in Richtung Brustkorb senken, dann die Füße abstellen, das Kissen zur Seite schieben, die Knie zueinander fallen lassen und nachspüren, entspannen. Dann stell dich ein auf den Fisch. Für den Fisch bringst du deine Hände unter dein Gesäß und deine Arme ganz eng unter den Körper. So schiebst du deine Schulterblätter zueinander und hebst dadurch dein Brustbein an. Verschaffst dir Raum im Herz- und Brustbereich. Wenn du so liegst, streckst du die Beine aus. Die Füße berühren sich, die Füße sind geflext. Du kannst dann so bleiben, dann liegt der Hinterkopf auf der Matte und du atmest tief ein und aus. Und wenn du in den ganzen Fisch gehen magst, dann gibst du jetzt Kraft in die Arme und drückst dich mit der Einatmung hoch auf die Unterarme. Dann ziehst du die Ellbogen enger zueinander, hebst nochmal dein Brustbein, Füße bleiben geflext. Der Ausatmung lässt du den Kopf nach hinten sinken und schiebst dich mit deinem Körper sanft nach hinten, bis Hinterkopf oder Scheitel ohne Gewicht am Boden ankommen. Auch hier atme tief und vollständig ein und auch aus. Bleibe in der Position und spüre die Wirkung. Matsyasana, der Fisch, die körperliche Wirkung. Diese Asana harmonisiert ebenfalls deine Schilddrüse. Der Fisch schafft Abhilfe bei verspannten Schulter- und Rückenmuskeln. Der Fisch erhöht auch die Lebenskraft und beseitigt Steifheit im Lenden- und Halswirbelbereich. Energetisch stärkt, aktiviert,
stark aktivierend und öffnend. Und geistig, Matsyasana, der Fisch, hilft, das Herz zu öffnen und emotionale Spannungen zu lösen, die sich oft auf Sonnengeflecht und Herz legen. So hilft dir der Fisch zu einem Gefühl der Freiheit, der Offenheit und der Freude. Mit der Einatmung hebst du den Kopf. Und mit der Ausatmung lässt du dich einfach nach unten gleiten, ziehst deine Hände links und rechts zur Seite, lässt die Füße auf die Matte stellen, die Knie zueinander fallen, spürst nach, spür die Freude in deinem Herzen. Und dann bring deine Hände an den Hinterkopf, greif die Finger ineinander, lass den Kopf schwer in die Hände sinken. Und mit Kraft der Arme ziehst du den Kopf nach oben, genießt eine sanfte Dehnung im Nacken. Kannst den Kopf zur rechten Seite drehen und wieder zur Mitte, zur linken Seite. Und wieder zur Mitte und legst den Kopf wieder ab. Dann greifst du dir ein Knie und das andere Bein streckst du und kommst mit Schwung nach oben zum Sitzen. Bereite dich dann vor auf die Vorwärtsbeuge Paschimottanasana im Sitzen. Zieh dein Sitzfleisch zur Seite. Wenn du magst, kannst du auch auf einen Block oder Kissen zum Sitzen kommen, dass du etwas erhöht sitzt, nur leicht erhöht. Und du flexst die Füße. Gut. Wenn dein unterer Rücken schmerzt, winkelst du die Knie an. Wenn dein unterer Rücken in Ordnung ist, kannst du die Beine gestreckt lassen. Mit der Einatmung hebst du die Arme über die Seite hoch, ziehst dich in die Länge. Mit der Ausatmung kommst du aus der Hüfte vor, der Rücken bleibt gerade und du senkst die Hände und Arme neben den Beinen ab. Atme tief in den Bauch ein und aus. Und lass dich mit jedem Atemzug entspannter eintauchen. Die körperlichen Wirkungen der Vorwärtsbeuge, eine starke Bauchübung, sie regt die Bauchorgane an, zum Beispiel die Nieren, die Leber und die Bauchspeicheldrüse. Sie wirkt harmonisierend auf deine Verdauung und regt die Abwehrkräfte an. Energetische Wirkung. Paschimottanasana ist eine der energetisch wirksamsten Asanas, besonders wenn sie lange gehalten wird. Sie öffnet die feinstoffliche Wirbelsäule Sushumna Nadi, auch Paschimotta Nadi genannt, aktiviert alle Chakras in der Wirbelsäule und harmonisiert das Sonnengeflecht. Geistige Wirkung: Du entwickelst Geduld, Hingabe und die Fähigkeit, loszulassen. Mit der Einatmung streckst du die Arme lang nach vorne und richtest dich dann auf. Ziehst den Rücken nochmal lang und mit der Ausatmung senkt die Arme ab. Gut. Dann stell die Füße auf, schwing die Beine über die Seite nach hinten und komm in die Bauchentspannungslage. Forme ein Kissen mit deinen Händen und Armen. Lege Stirn oder Wange auf den Händen ab. Lass die großen Zehen sich berühren und deine Fersen sinken nach außen. Du entspannst. Spürst deinen Atem. Und kannst dich innerlich, während du so entspannt in der Bauchlage liegst, auf die Kobra einstellen, Bhujangasana, die Kobra. Körperlichen Wirkungen der Kobra,
Die Rückenmuskeln werden massiert und gestärkt. Der Druck, der auf den Bauch ausgeübt wird, wirkt gegen Verdauungsprobleme. Die Asana ist auch gut gegen verschiedene Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane. Energetisch die Kobra aktiviert und energetisiert. Energie fließt sowohl vorne als auch in der Wirbelsäule hoch. Geistig die Kobra öffnet und befreit. Sie gibt Mut zu höheren Idealen und sie befreit von Furcht, gibt neues Selbstbewusstsein. Um das zu erspüren, darfst du gleich dich einrichten. Streck die Beine lang nach hinten. Leg die Stirn auf der Matte ab und zieh deine Hände neben deinen Brustkorb, neben deinen Brustbereich. Dann roll die Schulterblätter zueinander und schieb dein Becken nach vorne in die Matte hinein. Atme aus, aktiviere den Bauchnabel nach innen. Und mit der nächsten Einatmung hebst du den Kopf, die Schultern, den Brustkorb an. Atme weiter und spüre die Wirkung der Kobra. Bleibe ganz aktiv. Mit der nächsten Ausatmung sinke zurück in die Bauchentspannungslage. Forme wieder ein Kissen mit deinen Händen. Lege Stirn oder die andere Wange jetzt auf die Hände ab. Die großen Zehen berühren sich, die Fersen sinken nach außen. Du entspannst. Und während du so entspannst, stellst du dich innerlich ein auf die nächste Asana, die Heuschrecke, Shalabhasana. Körperlich, wie bei der Kobra, wird der Druck auf den Bauch verstärkt und dadurch die Funktion des Darmes reguliert und gestärkt. Die Leber, die Bauchspeicheldrüse und die Nieren werden massiert. Die Rücken- und Gesäßmuskeln werden gestärkt. Rücken- und Ischias-Schmerzen verschwinden in kürzester Zeit. Energetisch, die Heuschrecke wirkt stark aktivierend. Sie öffnet die Chakras in der Shushumna, in deiner feinstofflichen Wirbelsäule. Geistig, Shalabhasana entwickelt Selbstbewusstsein, Willenskraft und dein Durchsetzungsvermögen. Richte dich jetzt ein für Shalabhasana. Streck die Beine wieder lang nach hinten. Jetzt berühren sich die Füße. Lege die Stirn auf der Matte ab und gib die Arme nach hinten neben den Körper. Es gibt zwei Varianten. Du kannst die Arme entweder neben den Körper geben, die Handflächen berühren den Boden und die Ellbogen sind leicht gebeugt. Oder du gibst deine Arme unter den Körper, machst Fäuste. Der Länge nach verschwinden die Arme unter dem Körper. Die Hände sind in der Leiste. Deine Beine spannst du an. Und dann hebst du mit der Einatmung dein rechtes gestrecktes Bein lang nach hinten oben an. Atmest weiter. Mit der Ausatmung senkt das rechte Bein ab. Mit der Einatmung hebt dein linkes gestrecktes Bein an. Atme weiter. Mit der Ausatmung legt das Bein ab. Und mit der nächsten kraftvollen Einatmung hebst du beide Beine an. Atmest und hältst. Kinn oder Stirn ist auf der Matte.
Und in der anderen Variante sieht das dann so aus. Kinn oder Stirn auf der Matte, Hände neben dem Körper. Du entscheidest, welche Variante du praktizierst. Und spürst die Wirkung. Lass dich tief atmen. Mit der nächsten Ausatmung komm zurück in die Bauchentspannungslage. Form ein Kissen mit den Händen und Armen. Liege Stirn oder Wange auf den Händen ab. Große Zehen berühren sich, Fersen sinken nach außen. Bist entspannt. Dein Becken kann gerne hin und her schaukeln, wenn du magst. Während du so entspannt liegst, stellst du dich innerlich auf die nächste Asana ein. Dhanurasana, der Bogen. Körperlich ist diese Übung gut für die ganze Wirbelsäule, angefangen von den Halswirbeln über die Brust- und Lendenwirbel bis zu den Sakralwirbeln. Sie kombiniert die Wirkungen der Kobra und der Heuschrecke. Die Rückenmuskeln werden gestärkt, die Bauchorgane erhalten eine gute Massage. Der Bogen hilft, Verdauungsprobleme zu beseitigen, Magenverstimmung, Rheuma, Magen-Darm-Krankheiten zu heilen. Der Bogen reduziert Fett, regt die Verdauung an und löst Blutstauungen im Bauchbereich. Energetisch aktiviert der Bogen das Sonnengeflecht. Geistig entwickelst du Selbstvertrauen, erhebst deinen Geist. Für den Bogen gibst du deine Arme nach hinten, legst die Stirn oder dein Kinn auf der Matte ab, winkelst die Beine an, flexst die Füße, greifst mit den Händen an Fußgelenke oder Füße und mit der Einatmung hebst du dich nach oben, ziehst die Oberschenkel weg von der Matte, ziehst die Schulterblätter zueinander, deine Füße wollen weg vom Gesäß. Und die Hände halten aber dagegen. Atme ganz tief ein und aus. Wenn du die Füße nicht greifen kannst, kannst du auch einfach so in den Bogen gehen, ohne die Füße zu greifen. Mit der nächsten Ausatmung gleite nach unten in die Bauchentspannungslage. Lass vollkommen los. Und dann stütz dich mit den Händen ab, stell die Zehen auf, komme der Einatmung in den Vierfußstand. Lass den Rücken rund werden und tauche in die Kindstellung ein. Nach diesen drei Rückbeugen aus der Bauchlage heraus kannst du jetzt in der Kindstellung den Rücken wieder entlasten, Geborgenheit spüren und entspannen. Für den Drehsitz rollst du dich Wirbel für Wirbel auf, kommst nach oben zum Sitzen. Streckst deine Beine lang nach vorne aus, ziehst dein Sitzfleisch zur Seite und richtest dich gut für den Drehsitz ein. Auch hier kannst du auf einer harten Unterlage sitzen, damit du in einen aufrechten Rücken kommst. Dein Gewicht sollte auf beiden Gesäßhälften verteilt sein. Und wenn du soweit bist, stellst du deinen rechten Fuß auf der anderen Seite vom linken Bein ab. Dein linker Fuß bleibt geflext und du lässt die Schultern sinken. Mit der Einatmung hebst du den rechten Arm und drehst dich mit der Ausatmung über die rechte Seite nach hinten. Deine rechte Hand nah am Gesäß auf der Matte. Und dann spürst du deinen Drehsitz, die körperliche Wirkung. Durch die Drehung des Körpers wird die Wirbelsäule seitlich flexibel. Das sympathische Nervensystem wird gestärkt und die Rückenmuskeln massiert. Diese Asana heilt
allgemein nervöse Leiden. Die Massage, welche die Bauchorgane erfahren, führt Gifte ab, die beim Verdauen entstehen. Energetisch, eine der energetisch wichtigsten Übungen, sie aktiviert das Sonnengeflecht und öffnet die feinstoffliche Wirbelsäule, die Shushumna. Geistig wirkt Stress abbauend, nervenstärkend, beruhigend und harmonisierend. Gibt die Kraft, im inneren Gleichgewicht zu bleiben, auch wenn äußere Umstände sich ändern. Hilft die innere Würde zu behalten, auch wenn man sich an äußere Umstände anpasst. Seinen Idealen treu zu bleiben, auch wenn man auf andere Menschen eingeht und auf sie zugeht. Der nächsten Einatmung hebst du den rechten Arm und mit der Ausatmung dreh dich nach vorne und genieß noch eine Gegendrehung nach links. Dreh dich dann wieder nach vorne und wechsel die Seite. Streck beide Beine aus und streck die Beine ein bisschen nach links. Dann stell deinen linken Fuß auf der anderen Seite vom rechten Bein ab. Flex den rechten Fuß. Zieh dich am linken Knie aufrecht, lass die Schultern entspannt sinken. Atme ein, hebe den linken Arm. Atme aus, dreh dich nach links, setz die linke Hand nah am Gesäß ab. Bleibe aufrecht und genieße jetzt die Stille. Der nächsten Einatmung hebe den linken Arm. Der Ausatmung dreh dich nach vorne und noch ein Stück weiter nach rechts. Dann wieder nach vorne. Stell beide Füße auf. Lass dich über die Beine kurz nach vorne rollen zum Entspannen. Stell dich innerlich darauf ein, dass du gleich in die stehende Vorwärtsbeuge nochmal kommen wirst. Stehende Vorwärtsbeuge, diese Asana hat zum Teil die gleichen Wirkungen wie die Vorwärtsbeuge im Sitzen. Sie hält die Taille schlank, stellt die Elastizität der Wirbelsäule wieder her und dehnt die Sehnen in den Beinen, vor allem in den Kniekehlen. Sie unterstützt außerdem die Blutzufuhr zum Gehirn und hat einen Teil der Wirkungen der Umkehrstellungen. Energetisch wirkt Parahastasana belebend und energetisierend. Geistig entwickelt sie Demut und Hingabe. Hebe den Kopf an, roll dich Wirbel für Wirbel auf. Komm erst auf deine Füße und gib deine Hände vor dir auf die Matte mit der Ausatmung. Streck dann dein Gesäß nach hinten oben. Versuch die Beine zu strecken, wenn es der untere Rücken zulässt und lass dich in die stehende Vorbeuge eintauchen. Parahastasana. Erfahre die Wirkung. Lass dich atmen. Und dann beug die Knie, komm langsam Wirbel für Wirbel nach oben, richte dich auf, komm zum Stehen. Spüre, wie das Blut wieder aus dem Kopf heraus fließt. Gut. Dann öffne deine Beine eine Beinlänge, jeweils zur Seite.
Und stell deine Füße so, dass die Fußaußenkanten sich gut erden, die Füße parallel sind, die Zehenspitzen genau nach vorne zeigen. Streck die Beine, spann die Beine auch an und zieh dein Schambein zum Bauchnabel, den Bauchnabel nach innen, dass du hier ganz stabil bist in der Mitte. Lass die Schultern sinken und heb dein Brustbein. Der Einatmung hebt die Arme, Daumen nach oben. Mit der Ausatmung kippe zur rechten Seite. Leg die rechte Hand bequem an deinen rechten Oberschenkel. Zieh den linken Arm am Kopf entlang nach rechts oben. Erfahre die Wirkung von Trikonasana, dem Dreieck. Körperlich hilft den Gedärmen besser zu arbeiten, regt den Appetit an und unterstützt die Verdauung. Die Muskeln in Rumpf und Rücken werden beweglich. Rückenschmerzen kann vorgebeugt werden. Die Leber wird massiert und der Gallenfluss angeregt. Mit der Einatmung richte dich auf, streck die Arme wieder zur Seite. Mit der Ausatmung lass dich zur anderen Seite sinken. Ja, linke Hand jetzt. Linke Hand. Liegt bequem am linken Bein, rechter Arm zieht nach oben. Energetische Wirkung, Trikonasana harmonisiert. Geistig, Trikonasana hilft, die Welt aus einem neuen Blickwinkel zu sehen und offen zu werden für Neues. Ja, das haben wir ja sehr nötig. Das Leben ändert sich ja immer wieder mal. Und mit der Einatmung richte dich auf, mit der Ausatmung lass die Arme sinken. Dann komm im Zickzack-Schritt mit deinen Füßen zueinander. Gib deine Hände an die Oberschenkel. Mit der Einatmung komm mit geradem Rücken vor, über die gebeugte Knie. Mit der Ausatmung lass den Kopf nach unten sinken. Tauche nochmal entspannt in die Vorbeuge über die gebeugten Knie. Dann bring dein Gesäß langsam zur Matte, komm zum Sitzen, stell dich ein auf Shavasana, die tiefen Entspannung. Nimm dir alles, was du brauchst, vielleicht deine Socken, vielleicht eine Jacke, vielleicht eine Decke. Und wenn du alles hast, was du brauchst, dann darfst du auf dem Rücken zum Liegen kommen. In Shavasana-Position. Deine Beine sind hüftbreit geöffnet. Die Füße lässt du locker nach außen fallen. Die Arme vom Körper entfernt, Handflächen nach oben. Die Schultern sinken in die Matte, dein Kopf liegt in der Mitte. Löst die Zähne voneinander, nimmst die Zunge vom Gaumen. Spürst deinen anstrengungslosen Atem. Und lässt dich eintauchen in die tiefen Entspannung. Sie löst den Entspannungsimpuls. Stresshormone werden abgebaut, Glückshormone ausgeschüttet. Die Produktion bestimmter Botenstoffe im Gehirn angeregt. Der Parasympathikus wird aktiviert, der Sympathikus reduziert. Der Kreislauf kommt zur Ruhe, die Arterienwände entspannen sich. Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Magenprobleme, Verdauungskrankheiten sowie allen stressbedingten Krankheiten wird vorgebeugt. Das Immunsystem wird angeregt. Erkältungskrankheiten und Stoffwechselstörungen wird vorgebeugt. Reparaturvorgänge im Körper werden verbessert. Energetisch, die Tiefenentspannung hilft die durch die Asanas angeregten Energien in den Nadis und Chakras zu harmonisieren und aufzuspeichern. Nach einer Yogastunde sollte daher die Tiefenentspannung nie fehlen, sonst kann das erweckte Prana
zu innerer Unruhe führen und in Nervosität umschlagen. Während der tiefen Entspannung kann die Aura sich ausdehnen und manchmal der Astralkörper den physischen Körper verlassen. Geistig, die Tiefenentspannung regeneriert auch geistig, baut Spannungen ab, führt zu innerer Ruhe und Ausgeglichenheit. Die Tiefenentspannung kann zu einem Gefühl der Freude führen und zur Transzendierung des Körperbewusstseins. Spüre also, wie du entspannst. Genieß einen Moment der Stille in deiner tiefen Entspannung. Immer wieder tiefer zu atmen. Atme tief in den Bauch und Brustkorb ein und aus. Wenn du soweit bist, genieße Bewegungen, die du brauchst, um dich zu aktivieren. Und dann stell die Füße auf. Lass dich auf die rechte Seite rollen. Spür
Spür dich nochmal ganz entspannt. Komm dann langsam zum Sitzen nach oben. Und wenn du sitzt, schließ die Augen, gib die Hände entspannt auf die Beine. Jetzt hast du alle Wirkungen der 12 Hauptasanas, Pranayamas und Tiefenentspannung erfahren. Jetzt weißt du auch, warum Yoga so gut tut. Das ganzheitliche Körpersystem hilft dir, Körper und Geist gesund zu erhalten, wenn du regelmäßig praktizierst. Stell dich ein auf dreimal Om und Lokasamastha Sukhino Bhavantu. Mögen alle Wesen Glück und Harmonie erfahren. Atme aus und wieder ein. Namaste. Ich danke dir, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir einen wundervollen Abend.